Yes, da kriegt man das Feeling doch eher. Xerox und Brutalanda. Level 60. Verdammte Scheiße. Wenn ich das mal beifügen darf. Ja, Bedroher vermindert meinen Angriff. Also den ersten Zug, den ich mache, ist... Yuki, du kommst zurück. Shadow übernimmt. Cloud, du machst einen Reflektor. Das schleunigst. Diese offensive Front muss erstmal gebremst werden. So. Ich bräuchte echt ein Pokémon noch mit Lichtschild. Ich hätte doch Meganie nehmen sollen. Ah, auch noch Drachentanz. Verdammte Kacke. Okay, Silberhauch, da habe ich mit kein Problem. Auch wenn jetzt Cloud wahrscheinlich sehr viel Schaden kriegt. Aber Cloud lebt noch, das ist das Wichtigste. So. Okay, du Drecksvieh, du stirbst. Du kommst zurück. Nissi übernimmt. Nissi macht nämlich einen Aurora-Strahl und Brutalanda muss erstmal begreifen, was los ist. So. Ja, Risikotackle. Von mir aus. Jetzt komm, Entei, hau drauf. Just burn in hell. Sag ich doch. Gut. Schön, dass du Level Up kriegst. So, was haben wir denn noch? Ein Machomai. Jetzt müsste ich eigentlich wieder einwechseln. Ganz ehrlich, du siehst aus wie so ein ganz alter Mann ohne Zähne, Machomai. Wenn ich das mal betonen darf. So, ich mach Stampfe auf Machomai. Aurora-Strahl, Brutalanda. X-Angriff. Ach du. Hier, siehe meine Faust. Sie ballt sich. Jetzt gehst du auf Shadow. Das ist mir in dem Fall sowas von Rille. Hier, Stampfer. So, jetzt hat Machomai... Aber eigentlich war eigentlich Ziel meiner Stampfattacke, dass Machomai erstmal gefesselt ist. So. Das schmerzt Brutalanda. Okay, ich ändere meinen Plan. Ich greife jetzt dich an und mache einen Surfer in die Menge. Wen killst du? Shadow, okay. Das ist schön, dass du dich gerade mitvernichtet hast. Ich glaube, Machomai wird jetzt auch die untere Seite angreifen. Wahrscheinlich mit einer Kampfattacke. Aber ich kann Cloud nicht einwechseln. Das ist das Problem. Ich werde Altaria einwechseln. Das ist jetzt mein Buffer. Gut, Leta King. Leta King kann ich ausspielen. Das kann ich ausspielen. Damit hätte ich kein Problem. Das wäre jetzt echt egal. Na genau, mach Erdbeben. Das ist noch besser. Triff am besten Leta King. So richtig derbe. Ah, das gefällt mir. Okay, Altaria, dich nutze ich jetzt aus, damit du heilst. Ist mir egal, ob du jetzt drauf gehst. Kraftwurzel. Cloud. So. Ich werde Leta King jetzt ausnutzen. Da. Nissi. Schutzschild verfügt. Genauso wie, ja. Cool. Weil mein Gegner weiß, dass ich Schutzschild kombiniere, macht er so ein Bullshit. Ey, ich könnte kotzen bei sowas. Weil er genau weiß, ich greife nicht an, macht diese KI hier, ja, blub, 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 alles hoch. Surfer. Ja, Leta King Faulenz, das stört mich nicht. Deswegen sage ich ja, ich kann Leta King ausspielen. Der Faulenz, nächste Runde mache ich gerade wieder, ja, Schutzschild. Steinhagel. Das hätte mich echt gewundert, wenn es dich nicht gekillt hätte. So.
Okay, Cloud kann rein. Ich werde es jetzt eiskalt ausspielen. Ich kann auch sehr gut machen mit Schaufler, aber ich mache das jetzt so. Schutzschild. Schutzschild. Das kann uns nämlich Leta King in diesem Zug nichts anhaben. Und nächste Runde faulenzt der eh. Also von daher, egal. Zu meinem Klaue schützt sich selbst. Erdbeben. Greift nur Leta King an. Haha. Vernichte deinen Kumpel. Nice job. Mach weiter so. So. Ich spanne jetzt, glaube ich, erstmal den Reflektor wieder auf. Du machst Surfer. Damit wir erstmal wieder hier Defensive haben. Gegen das Machomai. Was ja mit seinem Erdbeben jetzt dieses ganze Feld wieder aufräumen möchte. So. Ein Treffer. Und noch ein Treffer. Kreuzhieb. Naja. Nissi, wa? Ne, auf Cloud? Ach du Scheiße, hat das viel Schaden gemacht. So, Schutzschild. Schutzschild. Top-Genesung. Auf Machomai. Ja, mach du nur. So. Ja, mach dann zu meinem Cloud, die ins Leere geht. Psychokinese auf Machomai. Nissi, du benutzt mal deinen Zug und heilst Cloud. So. So gut wie tot. Das ist schon mal schön. Jetzt kommt wieder der Kreuzhieb. Der nicht sehr effektiv ist, aber so viel Schaden verursacht. Ich glaube, ich werde jetzt angreifen sogar. Damit der Angriff sich lohnt, muss ich Leta King dabei besiegen. Gut. Psychokinese, Leta King und du machst einen Surfer. Okay, Leta King ist down. Und dein nächstes Pokémon, was eingewechselt hat, bekommt einen Surfer gratis dazu. Lasho King. Nett gerade das Schönste vom Ei, aber okay. Ich glaube, das heißt, wir sind jetzt schon bei seinem Krypto angelangt. Und da ich keine wertesenkenden Attacken habe, gefällt mir das jetzt überhaupt nicht. Ja, da ist sein Krypto. Despota. Und entfacht einen Sandsturm. Den beenden wir gleich. Wenn Entei nochmal rauskommt. Oh Mann, meine Nase ist gerade zu. Okay. Ich könnte auch Lasho King einfach am Sandsturm krepieren lassen. So, Cloud. Mach Schutzschild. Du machst. Ich würde sagen, Surfer. Ich will erstmal anschwächen. Ich hoffe, du machst nicht so viel Schaden. Na, dein Angriff ist nicht extrem hoch. Ist aber Step. Was? Wow, so wenig. Gut. Ich habe eine gute Spezdefense. Und trifft automatisch mit Donner, ich glaube, sagt. Ich wechsle erstmal mich hier ein. Ich hole dann erstmal Entei wieder mit Vitalkraut. Spukball, okay, ich habe mit was anderem gerechnet. Reflektor lässt nach. Genau darauf habe ich gewartet. Es gefällt mir nicht, dass der Reflektor nachlässt nebenbei. Gut. So, Reflektor. Was wollte ich machen? Vitalkraut, genau. Vitalkraut spielen und Entei erstmal wieder zu holen. Um den Sandsturm zu beenden. Damit auch die Donnerattacke nicht mehr so eine hohe Genauigkeit hat.
Die hat jetzt. Okay, die hat eine standardmäßige Genauigkeit, aber in der Sonne ist es weniger. Jetzt kommt er mit Kryptoschlag. Na, ah, verdammt. Ja. Gut, wen holen wir rein jetzt dafür? Entei, würde ich sagen. Und Lashoking wird dann eh mit Wasserattacken kommen. Wahrscheinlich kommt es jetzt sogar schon mit der Wasserattacke und ich wechsle einfach blöd ein. Aquawelle, okay, ich dachte, er kommt mit Surfer. Und Michi hält das sogar noch aus. Wow, Michi. Nice work. So, jetzt geht's echt ans Eingemachte. Ich das schaffe jetzt auf Anhieb. Sonntag. Gut. Wie sehen meine Pokémon aus? Altaria ist down. Altaria brauche ich wieder. Altaria muss sofort einwechseln. So. Erstmal deinen Sandsturm neutralisieren. Und tschüss, Michi. Gut. Ich glaube, Despotar brauchst du nicht anschwächen, das schwächt sich von alleine an. So, Altaria, komm raus. Ich weiß nicht, ob mir die Zeit bleibt, einen X-Treffer zu spielen. Deswegen werde ich das jetzt blindlings ohne X-Treffer versuchen. Das dürfte so gut wie gar keinen Schaden machen. Sag ich ja. So, Entei, Solarstrahl, Flashoking. Du versuchst jetzt direkt Gesang auf Despotar. Ich hoffe, Altaria ist schnell genug, um Despotar zu übertroppen. So, frisst du, Lashoking. Spezialdefensiv ist mir zu hoch, ey, das hasse ich. Blizzard. Und natürlich wird Altaria das Pokémon, was ich brauche, getroffen. Und ist leider mit einem Schlag tot wegen der doppelten Schwäche. So. Ich muss jetzt gucken, dass meine Pokémon wieder erstes rankommen. Aber wenn ich so weitermache, gehen mir eher die Items aus. Egal, Yuki reicht aus, um diesen Kampf, das Pokémon zu beenden. Aber ich weiß nicht, ich glaube, ich mache lieber. Wer ist denn schneller? Bericht, ich glaube. Okay, Entei, du machst den Solarstrahl weiter. Ach. Gut. Solarstrahl, Lashoking. Im Kampf könnte ich locker gewinnen. Ich bräuchte nur hier einmal einen Durchbruch auf Despotar zu machen. Despotar wird down. Das nutzt mir leider nichts. Wir Despotar fangen auf Anhieb. Vitalkraut, wen belebe ich wieder? Nissi. Hat die meiste Energie. So. Zack. Tschüss, Lashoking. Die meiste Energie, die meisten Verteidigungswerte. Kryptoschlag. Und da ist Yuki down. Habe ich eigentlich noch einen Reflektor laufen oder ist er schon längstens weg? Das frage ich mich gerade nur. So. Okay, was mache ich? Ich mache Stampfer und erstmal nichts. Ich werde jetzt erstmal einen Ball werfen. Den Timerball. Vielleicht habe ich Glück. Ich denke mal, Despotar wird schwerer sein. Obwohl Metagross so übelst leicht zu fangen war nebenbei. Beim zweiten Ball direkt. Na, ah, schade, schade. So. Gucken, ob du vielleicht zurückschreckst. Das wäre nämlich ideal. Donner. Und du triffst. Es scheint die Sonne nebenbei. Reflektor lässt nach. Das Sonnenlicht bleibt noch. Okay. Stampfer. Nee, du machst nichts. Warum hat er mit... Ich verstehe den Computer nicht. Wieso der mit Donner auf
ja, nicht auf Nissi gegangen ist. Und wie der auch so präzise sein kann mit allen Attacken. Wenn ich die Attacken mache, gehen die meistens daneben. So. Tier 70 Genauigkeit sind bei mir gefühlte 40. Da hat sogar bei mir Eiseskälte eine höhere Trefferwahrscheinlichkeit. Zumindest für mich im Persönlichen. Sonnenlicht lässt nach. Ich muss Sonnenlicht sofort wieder aufbauen. Sonntag. So. Du wirst diesmal einen Hyperball. So, Krallballmaschine. Ich möchte dieses Despotar jetzt endlich haben. So. Bleib drin, du Steinvieh. Auch noch weiblich bist du nebenbei. Despotar sieht eher nach männlichen Pokémon aus. Autsch. Obwohl, mir fällt gerade ein, denen gehen die AP aus. Das fällt mir jetzt erst auf. Denen gehen die AP aus. Deswegen hat er, ja, ist das alle Attacken hier, ballert er willkürlich rum. Erzwinger und Erzwinger, denen gehen die AP aus. Das heißt, er ist ein paar Runden notgedrungen darauf aus, Kryptoschlag einsetzen zu müssen. Weil das keine AP braucht. Bin ich nicht gleich drauf gekommen. Ich habe mich schon die ganze Zeit gewundert, warum der so willkürlich Attacken bombt. Diesem Dreck, sie gehen einfach AP aus. Zack. Er verbraucht ja, glaube ich, 4 oder 3 AP jetzt pro Attacke. Hey. Ja, mach du deinen Steinhagel. Das macht... Oh, ja. Ey. So viel Glück kannst du gar nicht haben, du Mistvieh. Das glaube ich jetzt echt nicht. Jetzt kann ich mich gerade nochmal heilen, weil dieses verdammte Mistvieh im Volltreffer landet. Kraftwurzel... So. Will ich langsam, dass du im Ball bleibst. Ich weiß nämlich nicht, wie viele Züge ich noch durchhalte. Wahrscheinlich nicht genügend Züge, um dich zu fangen. Donner! Und du verfehlst. Das gefällt mir. So. Stampfer. Den Timerball, den hebe ich mir jetzt erst auf für den, wirklich für die knappen Züge, wenn ich dann kaum noch Energie habe. Und ich sehe, dass das langsam keinen Sinn mehr hat. So, jetzt bleib mal drinne. Du hast ein grinsendes Anzeigebild. Nein, natürlich bleibst du nicht drinne. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich mir als Trainer doof vorkommen, wenn der Depp da vor mir andauernd versucht, mein Pokémon zu fangen, obwohl er es schon längst hätte vernichten können. Yessa, du triffst in der Sonne mit Donner. Nissi ist paralysiert, aber das stört mich nicht. Nissi muss ja nur ausharren. Gut, ich werfe jetzt nochmal einen Ball und Nissi heilt sich. Ach, ich hoffe, mein Vitalkraut hält das. Ne, meine Kraftwurzel. Entschuldigung, ich sage jetzt, glaube ich, ganz halt Vitalkraut. Oh. Meine Kraftwurzel hält das aus. Mein Vorrat. Komm schon. Ja. Kommt wieder Steinhagel. Erneut ein Volltreffer. Will der Computer mich eigentlich verarschen? Er macht Steinhagel dann, wenn er weiß, dass er einen Volltreffer macht. Und er macht Donner dann, wenn er weiß, dass er mich paralysiert. So, wir machen wieder Sonntag. Kraftwurzel heilen. Ich drehe echt gleich am Rad. Systemische Despotar. Machst du jetzt wieder Volltreffer oder was? Nein.
Wehrt die Attacke ab. Warum kann das nicht Entei mal machen, ne? Warum kann Entei nicht mal eine Attacke abwehren? Das wäre doch zu gut, wahrscheinlich. Kraftwurzel. Nein, Kraftwurzel. Diesmal werfe ich einen Ball. Auch wenn ich meine Deckung vernachlässige, weil er vielleicht einen Volltreffer wieder machen könnte. Aber das ist mir sowas von Schnurzpiep egal. So, jetzt mach mal. Nein, natürlich nicht. Stampfer, los, Entei. Hau drauf. Lass es zurückschrecken. Nein, Donner. Und es trifft. Wieso auch nicht? Es scheint die Sonne. Computer, dämische KI, ich weiß es. So. Jetzt darf ich erstmal wieder eine Kraftwurzel spielen, damit ich Stich heilen kann. So. Ich werfe jetzt nochmal einen Timerball. Das Vieh raubt mir den letzten Nerv. Da war es noch leichter, den in XD, den alle Krypto-Pokémon abzujagen, alle 6. Sag bloß, dir gehen gerade die Attacken aus. Ja, scheint so. Das gefällt mir jetzt mal definitiv nicht. Ich muss mir unbedingt was einfallen lassen. Hyperball. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Habe ich noch einen Beleber? Beleber, 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 Beleber. Habe ich einen Top-Beleber? Das wäre mir lieber. Nein, ich habe gar nichts. Ich muss mit dem jetzt klarkommen, was ich habe. Das heißt, dich darf ich erstmal heilen. Also sonst hätte ich gesagt, ich hole Ataria rein und schläfe den schnell ein, aber ich habe ja nichts mehr. Gar nichts. So, Despota, du bist im Wortenbereich. Du hast 18 Millionen Bälle an den Kopf bekommen. Jetzt bleib endlich mal drinne. Nein, natürlich nicht. Kryptoschlag. Ja, der Rückstoß wird dich töten. Das sehe ich schon kommen. Und leider kann ich nichts dagegen tun. Items. Vielleicht. Warum kann ich eigentlich keine Doppelbälle werfen? Du wirfst jetzt den letzten Timerball, komm. Obwohl, nee, ich mach noch einen Superball, einen Hyperball und danach den letzten. Fällt echt nichts ein, was ich jetzt noch hier improvisieren könnte. Vielleicht hätte ich auch einfach Entei sterben lassen sollen. Aber das bringt mir auch nichts. Jetzt. Die AP sind ja ausgegangen. Das ist Kacke. Ich muss. Der nächste Ball muss sitzen. Sonst bin ich down. Sonst kann ich die ganze Chance vergessen. Das heißt, ich darf nochmal reingehen. Ach nö. So, der letzte Ball. Der letzte Ball, den wir werfen können, bevor es sich selbst vernichtet. So, jetzt bleib drinnen, du Mistvieh. Bleib drinnen, bleib drinnen. Yes, sir! Ja! Geschafft! Oh. Das sagt der andere in deinem Nachfolger auch. Jetzt bin ich K.O. Mistteil, ey. Bitte nervlich. Da ist die Bullerei schon. Du kommst, entkommst uns nicht noch einmal.
Jetzt stöhn. Pikachu. Pika, Pika. Na, warte. Du wirst es bereuen, Ray. Ja. Oh, ein Helikopter. Oh, ein Helikopter, er will fliehen. Mal ganz ehrlich. Der Typ steht alleine da in der Mitte. Ihr steht alle drumherum. Seine Pokémon sind alle down. Könnt ihr ihn nicht einfach festhalten? Ja, und da kommt ein Läuterfeuer-Bartz. Ja. Aber was ist das? Oh oh. Ah, Läuterfeuer. Schade, dass Ho-Oh im nächsten Teil keine Rolle spielt. NXT. Ho-Oh ist so cool. Ich will auch Ho-Oh wieder kämpfen. So nebenbei, wenn man alle Kryptos erlöst hat, kommt Ho-Oh wesentlich näher. Aber das werde ich, denke ich mal, in diesem Let's Play, glaube ich, nicht zeigen. Weil das Erlösen der Krypto-Pokémon, das dauert schon relativ, relativ lange. Ich werde natürlich jetzt alle Krypto-Pokémon noch fangen, auf jeden Fall. Ich werde Ho-Oh, ganz ehrlich, ich habe mir überlegt, ich werde Ho-Oh nicht holen. Die Bedingungen dafür sind, alle Kryptos zu erlösen. Gut, das könnte ich offscreen machen. Das wäre dann trotzdem ein Akt, aber das wäre offscreen, ja, ich weiß nicht, das wäre nebenbei auch langweilig für mich. Weil das wirklich nur hier, da die Pension geben, da kämpfen, Items, blub und ja, dauert halt eine gewisse Zeit. Aber was halt störend für mich am letzten Endes ist, wenn man Ho-Oh holen will, muss man den Duellberg außerhalb der Story machen. Wer das vielleicht kennt von Pokémon XD, sage ich schon, von Pokémon Battle Revolution, ihr kennt ja am Anfang vielleicht dieses Auswahlmenü, wo man sich ja drei Pokémon auswählen soll oder kann. Und außerhalb der Story ist es so, dass wenn ihr diesen Duellberg 100 macht, vor jedem dieser Kämpfe diesen Auswahlbildschirm kriegt. Das heißt, ihr verschwendet nochmal extra ein paar Minuten, nur um eure Pokémon auszuwählen. Und das ist einfach auf Dauer langweilig, vor allem weil man die 100 Kämpfe am Stück machen muss. Man kann es nur unterbrechen, aber man muss dann immer weiter in dem Fall machen und das ist... Ja, Pokémon kriegen kein Level-Up, man muss einfach nur, ja, 100 paar Pokémon, hier ein paar und durch. Das ist nämlich nicht unbedingt das Spannende. Und ja, der Abspann, ich habe bisher noch kein Wort dazu gesagt. Es stehen ja noch ein paar Krypto-Pokémon an, vor allem dieses Krypto-Ledian, was mir entkommen ist durch einen Volltreffer. Schade, schade, dass es mir entkommen ist. Ich muss sagen, das hier war mein allererstes Gamecube-Spiel. War Shutter, als ich ein Gamecube. Ich habe so eine Edition bekommen, so mit einer 251er Memory Card. Pokémon Colosseum, Pokémon Box noch dazu. Und eine schwarze Gamecube damals. Da war ich so stolz drauf. Ich habe auch auf dir bestanden, weil es gab dann nochmal ein abgespecktes Pack. Mit einer kleineren Memory-Karte ohne Pokémon-Box. Da war ich dann so dagegen. Da hat meine Mutter jeden Laden abgeklappert, um dieses Pack, was dann so gut wie ausverkauft war, nochmal zu kriegen. Ah, Celebi. Und ich sag mal, ich habe den ganzen Abspann tot gequatscht, ohne bisher irgendwas noch zu sagen zum Spiel. Auf jeden Fall, für das erste 3D-Pokémon-Spiel, ich finde es genial. Ja, das sollst du speichern. Richtig genial. Ja, das kannst du überschreiben. Und, ja. Was muss ich denn dazu noch sagen? Das ist Pokémon, ich mag Pokémon. Viele denken auch, ich suchte Pokémon wie blöd oder so, dass ich das alles mir im Kopf habe. Zumindest die Pokémon Battle Revolution kennen von mir. Die wissen, von was ich spreche. Ganz ehrlich,
so sehr tue ich das auch nicht machen. Ich merke mir einfach nur die Sachen ziemlich gut. Die mir gefallen. Und die Story geht weiter. Ich wollte eigentlich nicht meine Vorräte aufstocken, aber okay. Ja, wir haben wieder Geld. So. Ja, ich möchte jetzt mal mein PDA durchchecken. So. Ah. Ach so, stimmt. Geht ja nicht so. Ach, egal. Gut. Damit würde ich sagen, ich beende diese Episode, diesen Abschnitt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.